Guten Morgen zu Tag 7. Ich bin inzwischen Level 21. Wir haben ein paar Sachen abzuschließen und die Tür, also die Wand ist endlich eingerissen komplett. Da haben Hall of Fame. Das ist neu. Hall of Fame is a special rack where you can put your trophies and collectibles. Oh, die Kappa-Sachen. Das wäre super. Group of Skills Leveling Boost. Combat 0%. Je mehr Sachen man da rein... Oh, warte. Haben wir da... Ich habe kein Geld gerade, ne? Doch, es geht. Kauf eine Katze. Kauf eine Katze. Kauf eine Katze. Okay. 5 Fleece. Das wird zu teuer. Ich muss gucken, ob ich irgendwie Fleece craften kann. Aber das klingt sehr interessant. Ah, vor allem Combat Boost. Also es würde mir schon reichen, wenn das rein optisch wäre. Oder ein Platz, wo man die ganzen Kappa-Sachen reinstopfen kann, dass man nicht so lange warten muss. Weapon Rack. Oh, man braucht endlich mal den Drill. Die braucht man normalerweise noch für die Stash-Upgrades. Aber in der EUD Edition hat man die standardmäßig. Da war der immer ziemlich sinnlos. Also hier könnte man den einmal gebrauchen. Das ist gut. Und da wird man Waffen reintun können. Ebenfalls nur optisch. Oder kann man wirklich ganze Loadouts da rein und dann einfach rausnehmen? Das wäre auch noch gut. Dann hat er natürlich noch den Gym. Da kann man dann zwischendurch trainieren, aber ich fand die Stat Gains damals echt mau. Also sie sind kostenlos, man kann sie jeden Tag ein oder zweimal abholen, aber ja. In einem Raid einmal sprinten hat man es eigentlich auch. So, das kann alles mit. Die vier kleinen Schnipsel, die man im letzten Video jetzt hoffentlich sehen konnte, haben doch länger gedauert als erwartet. Ich musste da recht häufig reingehen. Deswegen kamen zu dem gestrigen Tag auch keine Videos mehr dahinter oder sowas in der Richtung. Das Ganze halt in mehreren Anläufen. Einer war richtig unangenehm. Also immer noch langweilig, deswegen zeige ich ihn noch nicht. Aber ich bin halt, keine Ahnung, 10 Meter vor dem Ausgang ist mein gesamter Computer abgeschmiert. Das hatte ich schon mal, aber auch nur bei Tarkov. Da sah man nur noch so Fragmente vom UI, alles war so komisch schwarz-rot verzogen. Ja, und dann stand ich wohl da beim Ausgang und irgendjemand hat mich erschossen. Als ich wieder reinkam, war ich auf dem Startbildschirm. Das war sehr frustrierend, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Questgegenstand dabei von einer Drohne und ich hatte die zwei Spots abgelaufen. Also auf dem Dach vom Resort und bei der anderen Radarstation. Und das muss ich dann alles nochmal machen. Ja, und einen Raid habe ich ja noch nachts gemacht, um das noch abzuschließen. Und ja, war recht zeitintensiv. Aber dafür mache ich das ja. Damit die ganzen Videos hier einigermaßen interessant bleiben. Und die uninteressanten Sachen halt in solchen Compilations dann landen. Was habe ich hier noch alles Schönes gecraftet? Lease kann ich jetzt noch nicht herstellen. Oh, doch kann ich. Wir sind inzwischen Laboratory Stufe 2. Das heißt, wir werden jetzt regelmäßig alle Beanies aufkaufen und zu Fleece verarbeiten. Erstmal für Eigenbedarf. Wollte ich auch unbedingt favorisieren. Da. So. Erstmal für den Eigenbedarf, damit wir jetzt das Ding da bauen können. Aber danach auch zum Verkaufen. Weil wir gesehen, 50.000 für den Fleece und wir haben die Mützen gerade für 4.000 ein Stück eingekauft. Das ist eine ordentliche Gewinnspanne. Kann man echt nicht meckern. Können wir neue... Die kaufe ich normalerweise so bei 25.000 rum. Die Preise sind nochmal hochgegangen. Sind die Preise für Wire dann auch hochgegangen? Nicht wirklich. Okay, also das lohnt sich nicht mehr so sehr. Das merke ich mir. Wir können... Brauchte ich nicht zwei von den grünen? Die grünen behalte ich erstmal für eine Mechanic Quest. Wenn ihr aber nichts zum Craften habt, was man immer gut machen kann, wenn ihr Geld habt, ist einfach das Gewehr kaufen beim Händler und zerlegen. Oder die Munition kaufen. Deswegen ist das Zeug auch so billig. Wenn man es halt craften kann. Und wenn ihr genug blaues Zeug übrig habt, einfach hier die Money dann verkaufen. Die Nutritional Bank. Genau, da bereite ich weiter die kleinen Beef Stews vor. Braucht man auch für eine Quest. Sonst. Ja, mach davon mal einen. Die Energy Drinks mag ich ganz gerne auf Raid mitzunehmen.
quasi sowohl Essen als auch so ein bisschen Essen und halt Trinken geben. Das ist ein ganz netter Boost, falls mal irgendwas schief läuft. Okay, das müsste es damit gewesen sein. Dann die Tasks. Nein, das letzte Mal hat nicht gezählt. Okay, ich mache das Ganze dann gleich nochmal. Aber ich benutze trotzdem die Schnipsel von dem anderen da. Also, ihr werdet schon Schnipsel gesehen. Ja, Zeitreise, ich weiß. Ihr werdet schon Schnipsel gesehen haben, obwohl die Quest noch nicht da ist. Und ich mache jetzt nochmal etwas, um die Quest zu erfüllen. Und ja. Trotzdem dachte ich, das hätte gezählt. Aber da war wohl immer schief gelaufen. So, Peacekeeper, hier. Die Dinger von den Drohnen, die haben wir wenigstens. Complete. Help. Humanitarian Supplies. Help. Wir müssen einen Truck markieren und noch einen Truck markieren. Der Teil ist neu, oder? Musste man die Trucks vorher auch schon markieren? Also an das Essen kann ich mich erinnern. Eliminate Scarves by wearing UN Uniform and Unter Helmet on Shoreline. Ja. Deswegen hatte ich vor ein paar Folgen mal erwähnt, dass wir anfangen sollten, das blaue Helmzeug aufzubewahren, aber das kriegen wir auch schon so zusammen. An die MAE-Ration habe ich auch nicht mehr gedacht. Ich habe nur an die Beast Do und so weiter gedacht, aber das ist für Therapist. Da müssten wir hier aber wahrscheinlich erstmal weiter sein. Ja. Ja. Achso, ich habe angefangen, Scuffs zu töten auf Interchange. Werde ich jetzt zwischendurch auch noch ein bisschen machen. Big Sale werde ich euch natürlich mitnehmen, weil das was Spannendes ist. Solche Sachen, auch wenn wir zum ersten Mal auf eine Karte gehen oder irgendwas Besonderes machen, dann auch. Das wird eine Compilation sein, weil da werde ich einfach nur... Na, ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich auch einen Standalone-Raid, wo ich einmal komplett mit euch durchgehe. Aber es ist halt... Man spawnt, man sucht einen Spot, wo Scuffs sind, man tötet drei Scuffs auf Distanz mit dem Scope, man geht wieder raus. Ja, das ist die einfachste Methode, keine Medizin zu verbrauchen, einfach nicht getroffen zu werden. Und nicht getroffen zu werden heißt meistens geduldig sein und lange warten und dann einen Schuss nehmen, der auch hundertprozentig sicher ist und all sowas. Nicht das beste Material. Da habe ich noch gar nichts gemacht, ja. Nee, guti. Das war eine kleine Zusammenfassung über Nacht. Und ich mache jetzt die Signal-Sache nochmal. Bis gleich. Kurze Planänderung. Ich habe noch nicht die Quest abgeben können, die ich eben gerade abgeben wollte. Aber ich war mit der Truppe kurz auf Customs. Aber die Aufnahme wollte nicht so ganz. Also ich bin in Dorms 2 rein. Und konnte da Operation Aquarius machen. Da muss man den Schlüssel 206 und was 204. Einen von den beiden dabei haben. Einfach nur reingehen und überleben. Das können wir also abschließen. Aquarius Part 2 ist einfach nur Scuffs töten auf Customs. Das ist gut. Für Mechanic. Das wollte ich eigentlich machen, ne? Ja, aber da kam ich halt nicht zu, weil ich mit anderen gespielt habe. Und davor haben wir in Big Red einen Satz Grafikkarten oben aus dem Director's Office geholt. Complete. Oh, sehr schön, viele Folgequests. Okay, was haben wir da Schönes? Finde Grafikkarten. Ich habe diesen Web noch keine einzige Grafikkarte gefunden. CPU-Fans, ja, ist okay. Und Shooter Born in Heaven. Da meinte schon... Ja, genau. Ich sehe keine Meta-Angabe mehr. Man kann wohl einfach irgendwo auf irgendwelche Distanz mit einer Bolt-Action-Rifle jemanden töten und es zählt. Das macht das Ganze wesentlich angenehmer, weil vorher war es auf einigen Karten wirklich sehr beschränkt, wo man von wo aus man schießen konnte. Aber dadurch war es dann halt noch elitärer, wer das geschafft hat und wer nicht. Aber trotzdem, so viele PMC-Kills mit einer Bolt-Action-Rifle ist auch schon anspruchsvoll. Also ja, das machen wir mal so. Da haben wir hier Lighthouse, die Pumping-Station-Geschichte. Das ist okay. Was hatte ich bei Prepper noch? BP-Depot. Ja, da solltet ihr die Schnipsel gesehen haben. Complete.
Folgequest ist, oh, Bunker. Die Bunkerquest ist abgefahren, wenn man noch nicht so häufig da unten war. Weil da verläuft man sich schnell und muss das alles in einem Stück dann survive und später noch die große Tour machen und so. Ja, das ist eine gute Quest. Bad Rap Evidence. Da hätte er gerne noch was aus Customs. Ich bin froh, wenn die ganzen Custom-Quests durch sind. Die mag ich nicht so sehr. Und ich glaube, das war dann jetzt das mit den Quests. Im Hideout ist die Wand ja weg. Da habe ich... Nanu? Spiel. Ah, okay. Also, Wand ist weg. Ich habe das Gym gebaut. Da müsste ich aber manuell reinlaufen, ne? Ja, okay. Also Gym. Und ich habe auch schon den Trophäenraum, der so interessant aussah, in Construction gegeben. Aber es dauert noch über 10 Stunden. Das wird dann also entweder heute sehr spät oder morgen irgendwann. Ja, und gerade die Prozentanzeige, da bin ich halt sehr gespannt, was man da reinstopfen kann und sowas alles. Finde ich echt toll, was sie diesem Web alles hinzugefügt haben. Das ist super. Weapon Rack, da fehlt mir noch ein bisschen Kleinkram. Den wollte ich jetzt nicht alles kaufen, weil sonst ist das Geld so schnell weg. Das muss nicht unbedingt sein. Gut, dann werde ich jetzt definitiv darauf achten, dass die Aufnahme funktioniert. Ich bin noch nicht ganz sicher, was wir als nächstes machen. Aber Progress ist auf jeden Fall super. Ja, ich habe mich entschieden für Woods. Und zwar 3 Scuffs-Typen ohne Medizin zu nehmen. Danach keine Medizin nehmen, währenddessen keine Medizin nehmen, überhaupt keine Medizin nehmen. Bis die Quest abgeschlossen ist. Also abgegeben ist. Wichtiger Unterschied. Erster Stop ist Old Station, da geistern gerne mal 2 rum. Danach denke ich mal hier vorne an der Ecke gleich dieses blaue Zelt. Ich wollte schon pre-medden gerade, ne? Also Schmerzmittel nehmen. Wäre der erste Fail. Vorne hinter den Gleisen. Da fangen die an zu patrouillieren. Hm. Sieht doch recht offen. Keine Scuffs. Schade. Ja, da. Oh. Okay. Das gehörte nicht zu der Truppe von Old Station. Hier gibt es noch welche um den Bunker rum. Oh, die sind selten, ne? Das wird überall geballert. Okay. Will nicht überladen sein jetzt. Eine noch. Ich habe 2 noch nicht aufgesteckte Magazine. Aber ich habe noch das volle in der Waffe selber drin. Noch 1 extra, glaube ich. Da halte ich jetzt nicht an. Das Connection-Zeichen da oben rechts gefällt mir nicht. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe ein ganz kleines bisschen Rubberband zwischendurch. Vorne Richtung Sniperberg müsste hier das blaue Zelt kommen und drumherum. Hier warte, ich bin noch einen Hügel zurück. Okay.
Richtig festmachen. Bin ich gleich tot? Erst heavy. Ein HP. Wenn mich nicht pusht, ist komisch. Eventuell habe ich noch erwischt. Das wäre ein absoluter Lucky Shot gewesen. Kurz gucken, ob ich eine Leiche sehe. Wenn ich keine Leiche sehe, hat er sich zurückgezogen und dann aimt er den Spot ab, wo ich zuletzt Kontakt hatte mit dem Leben. Da reichen. Ja. Da war der Kontaktpunkt. Tut mir echt schon leid für den Spieler. Er hat das viel besser gemacht als ich. So, dich darüber, dich da rein. Dich raus. Bist du da drin? Ja, okay. Eine Auswahl an Gegenständen hat meine Meinung über ihn jetzt doch ein wenig reduziert. Beste Spot, aber auch nicht der schlechteste. So, eine angeschlagene VPO hat er. Nur eine Sling als Rucksack. Ha. Okay. So, die Quest, die ist jetzt gefailed, richtig? Richtig. Okay, dann ist dieser Versuch jetzt vorbei. Ich werde mich jetzt tackern. Ich werde gucken, ob das Auto da ist. Wenn ja, dann mit dem Auto raus. Wenn nein, dann einfach Outskirts. Quest neu annehmen, das muss man auch jedes Mal. Das habe ich auch schon mal vergessen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Woods. So, Quest restartet. Gucken wir mal, dass wir das jetzt schnell hier runden. Wo bin ich? Oh, bei dieser kleinen Hütte. Ja. Hinter mir dürften drei, wenn nicht sogar vier Spieler spawnen sein. Das ist jetzt nicht unbedingt, was ich im Sinn hatte. Scuffs schon.
muss jetzt kurz. Oh. Doch. Das wäre einer. Die meisten Spieler sollten gleich kommen. Das hier ist auch nicht so ein Toggle-Scope. Also ich kann jetzt nicht von einfach auf das hier wechseln. Wenn was näher rankommt, muss ich Hipfire. Da bin ich noch nicht so wirklich gut drin. Auch wenn ich gehört habe, dass das Hipfire verändert worden sein soll. Nicht mehr ganz so mächtig ist, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Vielleicht war es ja mechanisch die Schuld und nicht mein Skill oder so. Gut. Zeitrafferzeit. Metzelt und Ruhe gewesen sein. Schuss bis da ganz hinten würde ich eh nicht sitzen können. Heißt aber, eventuell kommt dann einer von da weg hier lang. Ich wollte eigentlich nicht campen. Ich wollte eigentlich schön von einem Scuff-Spot zum nächsten die drei Kills machen, dann wäre alles egal. Aber ich bin hier ziemlich in der Zange. Wenn in ein, zwei Minuten nichts von hinten links kommt, kann ich zurück und dann Scuff auschecken. Weil dann sind alle Spieler, die in der Nähe gespawnt sind, halt den großen Bogen außen rum gelaufen. Da hinten Richtung USA Camp und so. Aber in die Richtung von spawnenden Spielern laufen ist nicht so gesund. Ich denke, das sollte jetzt lange noch sein. Ja. Also die auf der Westseite spawnen laufen eh meistens Richtung Bunker und der Newsec. Und die auf der Ostseite laufen, komme ich hier lang. Aber das war mehr als genug Zeit, hierher zu kommen. Jetzt zurück. Warte, ich check einmal kurz, ob ich von hier oben noch irgendwo einen erwische. Den da zum Beispiel. Hab ich hingelegt. Da, das war noch. War die Quest. Muss gar nicht sterben. Warte. Was ist bei dir so teuer? Ist okay. Was wohl die Rüstung? Oh, ich muss nachstecken. Okay, neuer Plan. Ich ersetze unsere Rüstung durch die Rüstung da und drop die irgendwo ins Wasser oder so. Und dann laufe ich einfach in das Feuergefecht da rein und gucke, ob ich irgendeinen Spieler erwische. Weil Ausgang hätte ich... Wobei Spieler jagen, wenn ich keine Medizin benutzen darf, ist unschön.
Okay. Ich darf doch nicht sterben, das ist mein letzter Flashdrive, den ich brauche. Ich muss raus. Ruaf Gate, UN Roadblock, Northern UN Roadblock, okay. Baum, ne? Ja. Also wir machen Bogen um Medgebiet. Aber auch keine allzu großen, weil sonst triggere ich das Gas da hinten und die machen wieder Lärm. ZB12, habe ich den? Nein. ZB16? Ist das hier vorne 16? Ich nutze den so selten, ich habe keine Ahnung, welche Nummer das war. ZB14 müsste der sein. Von links nach rechts gelaufen. Oh, sorry. Die Bräu... Ist das noch so eine allererste Ration? Zum Stash? Also das wird der gewesen sein, den ich gerade habe von links nach rechts laufen lassen sehen. Der ist dann hier rumgegangen, nachdem er mich wahrscheinlich gesehen hat. Es gab ein ordentliches Feuergefecht bei den Metzelten. Eventuell hat es die meisten Spiele hier schon zerlegt. Auto noch da? Auto wäre noch da. Ich habe mich nicht aus Versehen geheilt, oder? Ich wurde nicht getroffen, nee. Stimmt, okay. Nicht heilen, Gero. Nicht heilen, egal was passiert. Nicht im Reflex heilen. Auch nicht bei PvP. Einfach nicht heilen. Okay.
Motor, warte. Passt. Joink. Ja, sehr schön. Es gibt nichts zu heilen, ich kann nichts falsch machen. Einfach sofort die Quest abgeben. Und das wäre am Sack. Sehr schön. Also ja, es ist keine wirklich schwierige Quest, sobald man Scopes hat. Trotzdem ist es schön, das abgeschlossen zu haben. Und dadurch müsste ich jetzt auch genug Ruf haben für Jäger 3. Ja. Weiter. So, es hat ein bisschen länger gedauert beim Laden. Trading, Jäger, Task, Complete. Und er ist Stufe 3. Schön. Dann töte Scarf nachts. Irgendwo nicht in der Factory. Jo, gar kein Problem. Courtesy Visit ist... Oh, Whiskey meldet sich. Get rid of them and report to me when you're done. Das sind auf Shoreland die drei Häuser im Sumpfdorf abklappern. Dann PMCs töten in Factory. Aha. Und das ist die Einsiedlerhütte in Lighthouse. Gut. Was war das jetzt bei Peacekeeper? Du kriegst erstmal eine Ration. Oh, die müssen gar nicht Found in Raid sein. Okay, die kann ich also kaufen. Es fehlt noch ein Kill in dem Schlumpf-Outfit. Auf Shoreline was töten. Das kann ich dann auch gleich machen. Und demnächst machen. Die MRE-Rations, die kaufe ich dann einfach auf dem Markt. Ich habe Signal Part 1 fertig gemacht. Das war die, die ich jetzt schon dreimal fertig gemacht haben wollte, aber das dann irgendwie nicht zählte. Complete. Signal Part 2. Da müssen wir CPUs abgeben, Batterien abgeben, PCBs abgeben, Bones, bastelt er ja alles zusammen. Okay, wir brauchen noch ein PCB, zwei CPUs, und das ist hier alles irgendwie doppelt gemoppelt, irgendwas ist da noch falsch. Und die müssen auch gefunden werden, die können nicht gekauft werden, wie das andere Ding da. Was ich aber noch vorbereitet habe, ist Gunsmiths Part 3. Complete. Insider. Reach Level 3 with Prepper. Das ist noch 4 Level hin, das sollte nicht allzu lange dauern. Gunsmiths Part 4. Da hatte ich schon was vorbereitet. Ich habe dazu extra ein Video geguckt, weil das soll ein bisschen komplizierter sein bei dem. Da muss man die OP-SKS kaufen und die SKS kaufen. Das Ding komplett disassemblen. Und dann alles, was in der SKS drin ist, in das Ding. So, und da jetzt noch, warte, das Ding raus und den oberen, ne, warte. Das glaube ich. Ich denke, das tüftle ich lieber auf Kamera zu Ende rum. Aber ja, es ist, theoretisch kann man das alles rausfinden, aber es ist halt recht viel Wuselkram und dazu wie keiner Bock, inklusive mir. Also einfach immer im Wiki nachgucken und dann passt das. Motor kann weg, das ganze Inventar wird noch ausgetüftelt. Ich bin mir noch nicht sicher, womit wir jetzt weitermachen. Wie ihr sehen könnt, wir haben eine Menge Quests gerade offen.
Aber ich denke, ich mache jetzt erstmal, auch damit ihr aufhören könnt, was die Videos angeht, kommt ja doch recht viel in letzter Zeit, auch wenn es super zusammengeschnitten ist und recht viel Off-Camera-Zeug dazwischen ist. Ich denke, ich mache jetzt erstmal mehr Geld, damit ich mir mehr Container und sowas kaufen kann. Da habe ich nämlich auch vor kurzem schon eingeholt. Hier. Und da ist einfach nur Stoff, Zigaretten und Brennbares drin, um den Zweier-Stack hier zu entlasten. Und dann haben wir noch den Einer. Ich denke, ich werde später so handhaben, dass ich 6 Scuff-Boxen habe. Das klingt viel, ich weiß. 6 Scuff-Boxen habe und die sind dann unterteilt in die Art von Gegenstand. Das kann man mal hier gucken. Das ist jetzt ein Info-Item. Oder das hier ist ein Building Material Item. Dann hätte ich halt eine Kiste für Building Material und Miscellaneous zum Beispiel, eine für Elektro und Energie und sowas in der Richtung. Für diejenigen, die älteren Tarkov-Videos geguckt haben, da hatte ich das ja auch so gemacht. Ja, also sortieren. Ganzes Part 4 vorbereiten zum Abgeben. Und ich mache dann wahrscheinlich jetzt die nach. Oh, warte. Wir sind noch gar nicht fertig. Skier. Nimm. Ah, sehr gut. Noch mehr Quests. Golden Swag. Ah, ja, das war auch so eine nette Quest. Da muss man einen Zippo finden. Das war in Dorms oben. Und dann mit dem Zippo auf derselben Karte zum Trailerpark und das da deponieren. Und je nachdem, wo man spawnt, muss man auf der Karte dreimal komplett hin und her laufen. Das ist krass. Aber ja, er ist mir nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist mir jetzt hier Peacekeeper zu pushen, damit wir an die bessere Muni rankommen. Also das ist noch nicht die, aber bald sollte es in die bessere Muni geben. Wir brauchen nur noch ein Level bei ihm, den kriegen wir auch so mehr Zeugs. Dann werde ich bei Jäger bekommen mit 3. Eine Fleur. Oh, das ist machbar. Dorm-Marked-Room. Das Ding ist noch gar nicht ausverkauft. Ich will aber gar nichts von den Spreads und Aquaria aufbehalten. Holy Logistik, Holy Cash Register. Logistik brauchen wir für eine Quest später auf Interchange. Schön viele Waffenkomponenten allgemein, das ist gut. Das ist Panzerknacker Money. Nett. Magnum, auch sehr gut. Oh, und der Red Rebel. Ja, bald, irgendwann vielleicht. Grenade Case, ja, nee. Also ein paar ganz nette Sachen. So, nächster Händler auf Stufe 3 wäre dann Peacekeeper. Danach Therapist. Out of stock. Ja, das müsst ihr auch noch demnächst kaufen. Deswegen sage ich, ich müsste eigentlich mehr Geld machen. Therapist Stufe 3 kann ich auch für 500.000 kaufen. Einfach, ja. Ich habe ja so viel Geld gerade. Na gut, weniger schnacken, mehr töten. Wir sehen uns wahrscheinlich erst am nächsten Tag. Also war das jetzt quasi der Abschlussbericht? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Schnipsel ich habe, um das Video vollzukriegen, aber ich denke, das ist okay.